Herzlich willkommen, liebe Wanderverliebte. Wir befinden uns heute im Bergischen Land und wir gehen einen Rundweg vom Mister Pfade. Auf Pfaden durch die Wupperschleife bei Schwelm. Die Strecke ist 19,3 Kilometer lang und führt uns über gut 600 Höhenmeter. Und wenn ihr wissen wollt, wie die Strecke so ist, dann bleibt dran. Wir sind etwa bei der Hälfte der Strecke und kommen zum Zwischenfazit. Also es ist mal wieder eine typische Mister Pfade-Tour, das heißt, man hat wirklich ein pfadiges Erlebnis. Es ist sehr hügelig, es geht also sehr viel hoch und runter. Also es gibt kaum längere Strecken, die wirklich gerade gehen, aber wirklich sehr schön
und auch teilweise zugewachsen. Und was uns jetzt besonders gut gefällt nach dem Harzerlebnis mit den ganzen Menschenmassen ist, dass man hier wirklich so gut wie gar keinen Menschen begegnet und ganz in Ruhe für sich wandern kann. Ja, mal gucken, was der zweite Teil so bringt. Also Zeit für unser Fazit. Zum Charakter der Tour lässt sich sagen, dass sich diese Tour hier ideal eignet für Liebhaber von schmalen Waldpfaden, die sich so durch ein hügeliges Terrain erstrecken. Als Tipp würden wir geben, in das Landgasthaus Bielstein einzukehren. Negatives lässt sich zu dieser Tour eigentlich gar nicht großartig sagen. Das Einzige, was uns so als i-Tüpfelchen gefehlt hat, das wären so die Sehenswürdigkeiten gewesen, die gefehlt haben, oder vielleicht irgendein abenteuerlicher Abschnitt. Die Tour war ansonsten so ein ganz klein bisschen monoton. Ja, Highlight der Tour war für uns der hohe Pfadanteil. Die Pfade haben sich wirklich sehr schön so durch den Wald geschlängelt. Das hat uns sehr gut gefallen. Wir geben dieser Tour daher abschließend 7 von 10 Punkten. Ein großes Lob an Mr. Pfade. Die Tour hat uns wirklich Spaß gemacht. Und nicht vergessen, Abo liken, kommentieren. Werden wir mit einem Herz quittieren.